Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu einer weiteren Folge Station News mit mir, dem Krisselschnissel. Hallöchen, Popöchen. Da sind wir wieder. Immer noch beim Volatiles schmelzen. Und gleich explodiert links neben uns der Tank, weil wir den mit so viel Gas befeuern, dass das hier ja nicht funktioniert. 14 haben wir noch. Lalalalalala. Zwei noch. Eins, zwei. So, Luke ist wieder auf. Und hier werden die wunderschönen Gase geschmolzen. Wir haben hier nichts mehr drin, nur noch ein bisschen Oxygen. Ansonsten nix. Der Rest ist alles da drin gelandet. Okay, supi. Dann haben wir jetzt unsere Technologie hier soweit, um möglicherweise Invar zu schmelzen. Und Invar war Hälfte Eisen, Hälfte Eisen, Hälfte Nickel. Müssten wir noch haben. Sagen wir mal 100 oder sagen wir mal... Ja, 50 Eisen machen wir mal und 50 Nickel. Aber wir könnten eigentlich auch 100 Eisen und 100 Nickel machen. Ah, ja, das machen wir so. 100 Nickel. Die bitte wieder hier reintun. Alles klar. So, mal gucken, ob das funktioniert, was wir uns hier vorstellen. Ich mache mal den Ofen an auf Invar. Gucken, was der jetzt macht. Ja, ja, aber er macht nichts. Ihr seht's. 1600 Grad hat er. Viel zu hoch. Zu hoch. Hier passiert irgendwie nichts. Warum passiert hier nichts? Warum brennt er den nicht hoch, den Ofen? Ich verstehe es nicht. Er macht's einfach nicht. Temperatur fällt, Druck steigt. Ja, der hat hier 0 Liter im Eingang. Der macht nicht mehr auf. Jetzt macht er auf. Okay, jetzt brennt er ein bisschen mehr. Okay, okay, okay. Hat ein bisschen Gas nachgelassen. Okay. So, jetzt passiert nichts. Oh, jetzt wird geregelt. Ja, er regelt hier auf und zu. Geht er hier? Ja, jetzt geht's los. Jetzt haben wir doch schon langsam Temperatur. Jetzt fängt er an zu gucken, was passiert. Ja, das ist scheiße. Lass mal ein bisschen Gas rein. Das muss hier explodieren, die Scheiße. Gas reinlassen. Was passiert denn hier vorne? Passiert hier nichts? Oh, wir haben schon wieder 16 Megapascal hier vorne. Oh, scheiße. Ach. Ofen! Mach doch mal! Macht's nicht. Es funktioniert einfach nicht. Der hebt den Druck nicht an und ich weiß nicht warum. Megapascal ist zu wenig. Und der fällt schon wieder. Es ist zum Brechen. Ich krieg hier einfach keine Temperatur hin. Jetzt! Megapascal haben wir schon. Ach, das ist der rein, das raus. Oh, ich habe immer den falschen aufgemacht. Ja. Mal hoch den Druck. Oh ja, das sieht gut aus. 20 Megapascal. Oh, wir haben 2000 Grad. Das ist ein bisschen viel. Nun komm jetzt hier. Lass mich jetzt mal ein bisschen Scheiß Invar machen. Ey, es funktioniert nicht mehr. Wir müssen, glaube ich, die Werte anpassen. Müssen die Werte anpassen, wie weit der den Hahn hier aufmachen soll.
Wir gucken ja nicht, dass wir jetzt explodieren hier gleich. Oh, 34 schon. Oh ja. Oh ja, ist der. 33 Megapascal. Komm. Wie viel brauchen wir nochmal? 18 bis 20 und 1000 Grad. Aber wir sind viel zu heiß. Wir sind viel zu heiß. Aber der Druck ist gut. Der Druck fällt schon wieder. Wir sind zu heiß, wir sind zu heiß. Wir müssen ausmachen. Das wird nix. Mann, ey, er macht einfach keinen Scheiß Invar mehr. Geht mir auf den Sack, ey. So, wie viel Grad haben wir? Wie viel Temperatur? Oh, 41, gleich explodieren wir. Ich muss mal schnell den Ofen ausmachen, damit der links hier ausgeht. Der muss ausgehen. Geh aus. Geh aus. Geh aus. 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 Die Furnace ist doch aus. Oh, die ist wieder an. Warum sind die scheiß Furnace wieder an? Oh, 45 Megapascal. Oh, gleich knallt's. Warum eigentlich? Wo kommen die 45 Megapascal her? Verstehe ich nicht. Warum? Wo kommen die her? Mach doch mal den Gasmixer aus, verdammte Axt. Ey, Furnace, geh aus. Alter, der Gasmixer muss aus sein, sonst platzen wir gleich. Oh, jetzt ist er aus. Ne, ist nicht aus. Ne, das Gas ist alle. Naja, das Gas ist alle. Das ist, jetzt ist eh egal. Jetzt ist er aus. Mann, ey. Ja, jetzt ist der auch aus. Ja. Yeah. Und jetzt filtern die das zurück. Okay, wir brauchen einen Notfallplan. Wir brauchen hier Hähne zwischen. Dass wir die beiden zudrehen können, falls irgendwas ist. Weil das war ja gerade schon wieder so knapp hier mit 45 Kilopascal hier. Megapascal. Ja, also wir stellen fest, es funktioniert nicht. Wir können kein Invar herstellen. Ah, die Temperatur von Invar haben wir ja gar nicht kontrolliert. Die Temperatur haben wir ja gar nicht kontrolliert. Ah, wir haben nur den Druck angepasst, aber wir haben die Temperatur gar nicht kontrolliert, ob die auch richtig ist. Ah, Leute, ja, da müssen wir auch aufpassen. Import IC Housing, genau. Edit. Invar haben wir gesagt. Invar war hier unten irgendwo. Invar, hier ist Invar. Oh, ey, warum merkt er sich das nicht? Versteh es nicht. So, Minimaltemperatur. Ach doch, hatten wir eingestellt, ja. Oder ist noch eingestellt. Invar. 1200 Grad bis 1500. 1500 Grad. Ja, 1200 bis 1500. 18.000 bis 20.000. Da sind wir ja gar nicht hingekommen. Aber Presswend ist 20, ja. Presswend ist nochmal was? Beim Regulate hier unten. Presswend. Presswend. Wann wird denn das aufgerufen? Presswend. Presswind, das ist Fastwind. Was ist ein Presswind, verdammte Axt? Was ist Presswind? Also es wird hier abgelegt in der 8. Aber was macht das? Dann springt er zu Regulate. Das ist hier. So. Temperatur. Max Press, Max Temp. Min Press, Min Temp. Ist ja klar. Dann Stock oder Pressure Vent, Temp Vent. Ach so, ja. Okay. Ja. Ah, hier haben wir es. Ja. Pressure Vent ist der Druck. Dann wird der Input auf 0 gestellt.
Dann wird der Output auf 30 gestellt, wie da gerade zu sehen war. Ja, 30 ist ja Pressvent hier bei Invar. Hier bei Invar ist hier, nee, 20. Auf 20 wird er gestellt, der Output. Ja, Input wird auf 0, wird zugedreht, kein Sprit mehr. Output wird auf 20 gestellt. Dann leuchtet die blau und das Licht geht an und dann geht er wieder zurück. Aber warum macht er das? Na, Pressure Vent macht er, wenn der Furnace Pressure den Max Pressure erreicht hat. Branch, was ist BGE? Moment, das kriegen wir raus. Was war BGE nochmal? Branch greater equal. Größer gleich, ne? BGE ist, glaube ich, Branch greater equal, wenn ich mich nicht irre. Ja, größer gleich. Greater equal, genau, BGE. Branch greater equal. Also wenn die Furnace Pressure größer oder kleiner als der Maxdruck ist, wird Pressure Vent gemacht, dann wird der Auspuff ein bisschen aufgedreht. Das ist richtig. So. Und wenn die Furnace Pressure unter dem Minimalwert ist, dann wird Stoke gemacht. So, und Stoke ist ja das hier, dass der Input auf 10 gestellt wird. Und dann wird die Furnace aktiviert. Dann wird gewartet, dann geht die wieder aus. Dann springt er wieder hoch, prüft wieder alles. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir hier den Settings-Input vielleicht ein bisschen größer stellen, dass die schneller die Temperatur erreicht oder den Druck erreicht. Weil sie macht ja im Prinzip jetzt aktuell gar nichts mit 10. Scheinbar. Ja. Weil wir jetzt ja viel höhere Drücke brauchen. Wir machen mal den auf 20. Na? Bei Stoke. Und dann probieren wir das mal so, ob das geht. So, jetzt gucken wir nochmal hier, ob wir im richtigen IC-Housing sind. Programmierplatz, Export. Wir gucken mal, ob das damit geht. Die muss ja erstmal Druck aufbauen, das tut sie ja nicht. Das ist ja das Problem. Die baut keinen Druck auf. So, das haben wir. Und jetzt, wartet, wir müssen hier noch einmal an- und ausmachen, damit der die aktuellen Werte liest. Alles klar, haben wir. So, jetzt brauchen wir noch zwei Pipe-Dingsbumse. Zwei Vents. Ventile. Hatten wir nicht noch welche? Ich guck mal hier, bevor ich jetzt irgendwas baue. Nein, keine Ventile. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal zwei Hebelventile bauen. Und zwar heißen die dann... Hier, Kit Pipe Valve. Zwei Stück bitte. Oh, können wir nicht, weil wir kein Eisen mehr haben. Oh, oh. Ja, können wir schon, weil wir werden jetzt noch ein bisschen Eisen schmelzen. Hier einfach in dem Eisenofen, hier in dem Billigofen hier. Eisen geht da sehr schnell drin, deswegen können wir das machen. Dann können wir das erste ja schon mal einbauen. Dazu brauchen wir natürlich unseren Toolbelt mit dem Pupsi-Mann hier. So. Ja, wir müssen das hier Sicherheit. Wir müssen hier zudrehen, weil sonst. Das funktioniert nicht sonst. Okay. Ich sehe überhaupt nichts hier. So, ist das Eisen fertig hier. Machen wir mal kurz hier aus. Dann spuckt der nämlich einmal Eisen aus hier. Zwei Gramm. Naja, das wird reichen. Ja, also wir brauchen das wirklich zur Sicherheit, weil ich kann das nicht. Das war eben schon wieder grenzwertig hier, der Scheiß. Das ist nicht gut. So, und dann machen wir hier nochmal die Kabel weg, damit das nicht so verwirrend ist. Oh, das sieht noch viel verwirrender aus jetzt, aber... Light on. Okay, dann haben wir jetzt hier einen Notfallhahn und können dann im Notfall hier alles zudrehen und dann passiert hier nichts mehr. So, ja, wir hatten dem Triebwerk jetzt gesagt, das kann jetzt ein bisschen mehr bollern. So, die hat ja noch irgendwas drin hier, also müsste es eigentlich gehen. Ja, so, hier ist alles auf.
Für Notfall, alles ist schick. Gase sind wieder Retour gegangen. Das ist Wahnsinn, oder? Wenn hier 40, 60 Megapascal hier unten drin sind, ist der Tank leer. Irre. Aber gut, wir probieren es nochmal. Wir möchten gerne Invar schmelzen. Also bitte, liebe Dings, knall mal los jetzt hier. Der steht jetzt auch auf 20 Liter. Der wird jetzt erstmal vorgebrannt. Jetzt dreht sie zu. Sie macht auch nichts auf. Aber sie ist nicht in der goldenen Zone. Ja. Sie sollte jetzt eigentlich in die goldene Zone brennen. Was sie nicht macht. Ja, die sollte jetzt hier den Input ein bisschen aufdrehen. Damit hier ein bisschen Temperatur entsteht. Beziehungsweise Druck. Wir wollen ja gar keine Temperatur haben. Wir wollen Druck haben. Bei 9 ist zu wenig. Oh ey, ist das ein Scheiß, ey. Warum funktioniert denn das nicht? Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert. Ich habe hier Gas. Ja, Gas. 9,7 Kilopascal. Ich habe der Maschine gesagt, du sollst so lange hier rumeiern, bis du bei den Temperaturen und den Gradzahlen bist. Bist du aber nicht. Warum nicht? Ja, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe es nicht. Verstehe nicht, warum es nicht geht. Wir werden jetzt an die Werte nochmal Nullen dranhängen, an die Drücke. Ja, wir werden jetzt einfach nochmal hochdrehen. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, dass das so funktioniert, weil, ja. Glaube ich nicht, aber gut, wir werden sehen. So, was macht denn der hier eigentlich? 235 Grad, 2 Megapascal, alles klar, kühlt sich noch ab. Genau, so wie es sein soll. Super, nichts explodiert, alles ist schön. Wir müssen die KPAs erstmal loswerden, weil wir sonst die Temperatur nicht senken können. Das heißt, das Ganze wird immer so lange hier mit Gas beaufschlagt, ja, hier, so lange, bis hier 0 steht, ja, bis wir keinen Druck mehr haben, weil dann geht das System davon aus, dass die gewendet ist, dass sie leer ist, die Furnace, und so lange bleibt alles auf, ja. So, also, von Kilo zu Mega sind 1000, richtig? Nee. Ein Megapascal sind 1000 Kilopascal. Ja, so, Pressure ist 0. Jetzt müsste die Furnace gleich ausgehen, aber hier zeigt er 0 an, aber hier ist noch ein bisschen was drin. 74 Pascal. Dann müsste sie jetzt gleich ausgehen. Also ernsthaft, Leute, wenn ihr wisst, warum das nicht funktioniert, schreibt mir bitte. Was mache ich falsch? Warum funktioniert es nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Und warum habe ich hier so viele Megapascal? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch hier im Vorfeld gar nicht so viel Druck. Wieso ist hier hinten so viel Druck? Verstehe ich nicht. Also, das muss ich doch irgendwann ausgleichen. Und nicht so, die Furnace ist aus. Der Mixer ist aus. Ja. Ich meine, gut, vielleicht habe ich den Mixer auch kacke ingestellt. Ja. Also, ich meine, das Gas war 67 zu irgendwas. Also, ...67 zu 33. Ich glaube, damit habe ich immer geschmolzen und das hat immer funktioniert. So, jetzt lassen wir das hier mal abpumpen. Und jetzt gucken wir uns, nehmen wir uns den Chip nochmal raus. Die Furnace ist ja aus. Können wir uns den Chip rausnehmen, gucken wir uns die Werte nochmal an. So, der ist fertig, können wir auch ausmachen. Können ja ruhig mal ein bisschen Energie verbrennen hier, wa? Wir haben es ja. So. Import. Edit. Also, jetzt nochmal langsam. Zum Vergleich. Ja, zum Vergleich. Wir suchen uns jetzt mal Konstantan raus. Konstantan. Konstantan hat also 1 Kilokelvin bis 1,3 Kilokelvin. Konstantan 1 Kilokelvin bis 1,5 Kilokelvin. Steht jetzt hier drin. Ja. So. Druck 100 ist 1 Megapascal. 10.000 sind 100.000 Megapascal. Das stimmt ja auch nicht. Oder nicht? Wenn wir mal 1000 machen, wenn das in Kilopascal berechnet wird, der Druck in diesem Spiel, ja, dann sind 100 Kilopascal 100 Megapascal. Quatsch. 1 Megapascal, richtig? Ja. Also müssen wir hier unten eintragen, bei unserem,
Konstantan, 18.000 und 20.000, richtig? Was? Habe ich gerade irgendwie einen Denkfehler? So. 18 Megapascal. Hier sind wir. So, 1200 bis 1500 Grad, das ist ja, das wird ja in Kelvin angegeben, also ist das richtig. Ja, 1,2 Kilokelvin sind ja 1200 Kelvin. Das haben wir ja eingetragen, 1200 Kelvin. Und 1,5 Kilokelvin sind 1500 Kelvin. Habe ich auch eingetragen. Der minimale Pressure sind 18 Megapascal, das sind für mich 18.000, oder nicht? Der maximale sind 20 Megapascal, sind 20.000. 20.000 Kilopascal sind 20 Megapascal. Richtig? Ja. Warum fährt die scheiß Furnace den Druck nicht hoch? Das macht sie ja hier. Warum macht sie es nicht? Wenn sie stoken soll, also den Druck erhöhen soll, dann macht sie das hier unten. Die macht den Output aus, also zu, macht den Input an, holt 20% Gas rein. Ja, also 20 auf 20 stellt sie den Input. Dann aktiviert sie sich, dann wartet sie kurz, dann geht sie wieder aus. Und dann versucht sie natürlich in die goldene Zone zu kommen, das ist ja hier oben, ja, wenn sie dann grün ist. So lange probiert sie das. Ja, sie, quasi dann hat sie das erreicht. Dann ist all das, was sie, dann ist alles richtig. Dann ist der Druck richtig, die Temperatur ist richtig und dann springt sie hier runter und ist dann hier. Das heißt, die Lampe wird grün und die Furnace sagt, wir machen alles zu, wir sind genau in der Zone, wo du hin willst. Ja? Aber sie macht es nicht. Und ich weiß nicht, warum. Also wenn ihr was wisst, meldet euch bitte. Ich bin jetzt, ja, mit meinem Wissen am Ende. Also wir können jetzt die Furnace aktuell nicht benutzen, weil ich es nicht hinkriege. Sie macht keinen Invar. Ja, sie macht einfach keinen Invar. Und interessant ist, im Vorfeld hat das alles funktioniert, als die früheren Werte da waren. Da hat alles funktioniert. Da hat sie auch 18 oder 20 Megapascal hochgedreht. Macht sie jetzt nicht mehr. Warum nicht? Hier ist alles... Also ich meine, ich kann ja hier nochmal gucken, ob ich hier irgendeinen Scheiß gemacht habe mit den Rohren. Aber ich glaube nicht. Ich habe hier nichts gemacht. Das ist das Rohr. Hier sind ein paar Kühler dran, damit das halt nicht heiß wird, ja. Ist ja nicht schlimm. Kann man ja so machen, ja. Oh, ich hasse dieses Spiel. Wie es einfach nicht rafft, wo ich hier was hinbauen will, ey. Also... Daran liegt's nicht. Das ist nicht das Problem. Ich weiß nicht, warum die blöde Kiste das nicht macht. Ich habe keine Ahnung. So, wie sieht's denn hier draußen aus? 1,7, gut, können wir nochmal einen Versuch wagen. Also, wir schalten das nochmal an. Die Furnace sagt, sie heizt auf. Gelb. Gelb heißt, sie heizt auf. Man sieht hier oben so ein bisschen das Gelbe, ja, weil es leider ein bisschen buggy, die Lampe aktuell. So, die Furnace heizt auf. Das tut sie. Sie eiert rum, sie eiert rum. Es ist auch die normale Dings angestellt. Eingehakt, ist okay. Die Super Alloys sind es ja nicht. Jetzt ist sie grün, jetzt sagt sie, sie ist fertig. 1200 Megapascal, 1,2 Megapascal hat sie. Das ist nicht richtig. Ist nicht richtig. So, pass mal auf, jetzt tricksen wir. Jetzt machen wir sie aus. Müssen wir leider einen Moment warten, dass sie hier auch wenden kann. Sonst geht das hier nämlich nicht aus. Dann explodieren wir wirklich. Ist das kompliziert. Es ist echt kompliziert. Also, ja. Verstehe ich nicht. Also 18 Megapascal sind für mich 18.000 Kilopascal. Ja? Kilopascal. Warum funktioniert es nicht? Warum macht die das nicht? Schwer ist es nicht.
Der Druck hier steigt noch, aber die Wirrnis ist ja gleich aus. Und wenn sie dann wirklich aus ist hier mit ihren 60 Pascal, das ist auch so komisch, ja? Das Ding zeigt 0 an. Warum ist hier noch was drin? Naja, 65 Pascal oder 16 Pascal kann man halt hier nicht anzeigen. So, jetzt ist sie aus. Jetzt wartet sie noch einen kurzen Moment, jetzt geht sie aus. Jetzt hat sie hier alles zugedreht, alles ist schick. Jetzt können wir den Chip hier rausnehmen. Wir spinnen jetzt mal. Wir übertreiben es jetzt mal. Das heißt, wir machen jetzt bei Invar, ja, bei Invar machen wir jetzt mal volles Ballett hoch. Ja, wir machen mal den Min- und Max-Pressure, da machen wir jetzt mal zwei Nullen hinten dran. Oder eine Null. Wir machen es einfach mal. Der müsste ja jetzt explodieren bei Invar. Ne? Richtig? So, gucken wir nochmal, ob wir auf dem richtigen Housing sind. Programmierplatz, jawohl. Export. Export, Export, Export. Okay. Zack. Jetzt müsste der Ofen explodieren. Weil er jetzt 180 Megapascal draus machen soll. Richtig? Ich habe ja nur 0 hinten dran gemacht. So. Gespeichert hat er ja gerade, also können wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, peng, peng. Pressure ist okay. Und wir machen das Ding an. Und hier passiert gar nichts. Sie regelt den Druck nicht. Ja, sie hat den Ausgang zugemacht und der Eingang ist auch zu. Der Eingang ist zu. Die kann ja gar keine Temperatur. Guck mal, jetzt sagt sie, sie ist grün. Ja, sie ist grün. Invar, grün. Was hat sie? Sie hat wieder nur 2,2 Megapascal. Und 2000 Grad, das ist zu viel. Habe ich nicht eingestellt. Megapascal. Komm, lass hängen das Ding. Ja, aber 2000 Grad ist so hoch. Geht nicht. Sie müsste viel mehr, viel aggressiver aufmachen. Megapascal ist richtig, aber hier Temperatur stimmt nicht so hoch. Und jetzt ist nämlich, glaube ich habe das Problem erkannt. Die Furnace versucht, die Temperatur zu halten. Und erreicht deswegen den Druck nicht. Das wird sein. Ja, 2200 Grad, das ist zu viel. Einfach zu viel. 2200 Grad, das ist... Ich weiß nicht, warum sie jetzt hier so viel Temperatur hat. Verstehe ich nicht. Komm, wir machen aus den Scheiß hier. Das hat keinen Sinn. Gut. Also alles, was wir jetzt so an den Alloys schmelzen müssen, haken wir jetzt erstmal ab. Ich krieg's nicht hin. Die Furnace haut nicht hin. Wie gesagt, wenn ihr was wisst, sagt's mir Bescheid. Ich lasse das Thema jetzt hier erstmal ruhen. Ja, das ist ja schon 5 Folgen hier probiert. Hat nicht funktioniert. Ich krieg's nicht hin. Tut mir leid. So. Okay, was wollten wir noch machen? Wir wollten Raketenteile bauen. Ja, da brauchen wir... da brauchen wir den ganzen Scheiß für. So. Also, wenn ich mir das mal angucke, hier brauchen wir alles, ja? Electrum, Invar, Astrology. Und diese ganzen Sachen funktionieren ja weiterhin nicht. Ja? Also, ich muss mir jetzt erstmal einen Plan machen. Vielleicht baue ich mir nochmal irgendwo eine andere Furnace auf und spiele nochmal ein bisschen mit rum. Ob ich sie vielleicht mal draußen hier, die Furnace, aufbaue und mal vielleicht eine andere... Ich guck mal im Steam-Workshop, ob ich irgendwo eine andere Furnace finde. Ja? Also, ein anderes Programm für die Furnace. Weil das, was wir hier haben, hat wunderbar funktioniert. Tolles Ding. Muss ich sagen, ja, hat bisher immer super funktioniert. Aber jetzt, wo wir die hohen Drücke brauchen, kriegt die Furnace das einfach nicht hin, diese hohen Drücke zu erreichen. Ja. Juti, ihr Pupsbacken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann habe ich vielleicht eine Lösung. Bis dahin. Haut drin, bleibt gesund. Wir sehen uns. Und übrigens, danke nochmal für den geilen Support. Tschüss.